Hey und herzlich willkommen, ich bin's euer Spooky, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr habt gerade den Trailer zu Digimon Story Cybersleuth gesehen und ich lasse den einfach so ein bisschen im Hintergrund ablaufen mit Vollbild und allem. Und ja, das ist das erste Mal, dass wir richtiges Gameplay sehen. Das ist schon mal vorweg, also wow. Also ich muss wirklich sagen, wow, es sieht wirklich sehr, sehr, sehr geil aus. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich werde mir das auf jeden Fall holen. Scheiß drauf, ob es in Deutschland kommt oder in Japan. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, weil ich ein Riesenfreund von Digimon bin. Selbst meiner Kindheit. Ich habe das jeden Tag geguckt, jeden Tag nach der Schule. Selbst heute würde ich sogar noch angucken, meine Freunde. Und ich muss es wirklich Ihnen ans Herz legen. Aber kommen wir mal zum Video zurück. Wir sehen halt so ein bisschen, wie dieser männliche Protagonist einfach mal durch so die Stadt durchläuft. Also wahrscheinlich ist das Tokio oder so, keine Ahnung. Läuft er da so ein bisschen durch, erst durch so ein Krankenhaus und dann so ein bisschen in der Stadt an Autos vorbei. Und dann eben zu einer Telefonzelle und diese Telefonzelle ist wahrscheinlich der Eingang zur Digi-Welt und ja, ist ja eigentlich ziemlich cool, also wer wünscht sich das nicht, einen Eingang zur Digi-Welt? Also ich würde es richtig feiern. Natürlich sehen wir noch so ein paar Digimon in dem Trailer, sage ich jetzt einfach mal, ist ja ein Trailer, Gameplay-Trailer. Man sieht natürlich auch ein paar Digimon und zwar Agumon sieht man natürlich, Armadillomon sieht man, Falcomon sieht man, Andromon sieht man, Teriamon, Angewomon sieht man. Das sind alles so Digimon, die muss man einfach kennen. Die muss man einfach kennen. Was man natürlich auch sieht, ist so eine Art Zug oder Motorrad oder was das ist im Black War Greymon Style. Und das finde ich auch schon richtig awesome, Leute. Das finde ich richtig awesome. Und ich freue mich richtig auf dieses Spiel. Was das Spiel wahrscheinlich kosten wird, 40 Euro. Release-Termin ist leider noch nicht da, aber ich schätze mal, dass es wirklich nächstes Jahr kommen soll. Also dieses Jahr wird es nicht mehr kommen, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Was ich euch auch sagen kann ist, das habe ich ja schon in meinem letzten Digimon-Video gesagt, dass man eben auch einen weiblichen Protagonisten spielen kann, die viel schöner aussieht. Die sieht richtig schön aus. Die ist so ein bisschen leicht bekleidet, sage ich jetzt einfach mal. Und der männliche Protagonist, ich weiß nicht, sein Outfit, das gefällt mir einfach nicht. Der hat einfach eine gelbe Hose an. Ich glaube, es ist eine gelbe Hose und ein T-Shirt. Mehr nicht. Und das gefällt mir nicht. Ich meine, man kennt es ja so von Anime-Charakteren, dass die einfach irgendwie so ausgeflippte Kostüme haben, aber der, das ist so richtig einfallslos. Also so würde ich auch rumlaufen wie der mit einer gelben Hose. Ja, okay, ich würde wahrscheinlich jetzt nicht so rumlaufen, aber das ist nichts Besonderes. Und ja, was soll man dazu sagen? Aber an sich sieht es auf jeden Fall sehr gut aus und ich habe ja eine PS Vita, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich glaube, ich habe es schon mal jetzt gesagt und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, habt ihr eine PS Vita, werdet ihr euch das Spiel holen, werdet ihr euch extra eine PS Vita für dieses Spiel kaufen? Schreibt mir das einfach alles in die Kommentare und dann sehen wir uns auch zu den nächsten Infos zu Digimon, One Piece, Naruto, Dragon Ball oder was weiß ich. Und ja, lasst ein Like, ein Abo da, das würde mich sehr unterstützen. Haut rein, tödelö.